Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grotesque Tactics Evil Heroes. In der letzten Folge sind wir zum Heilmonument gelaufen. In der Folge werden wir was anderes machen, denn zum Heilmonument müssen wir meines Wissens nach erst später. Ja, die Viecher sind jetzt noch da, die werde ich dann aufs Screen nochmal ausschalten. Ich habe mich dummerweise versaved gehabt. Ja, und ich denke mal, als nächstes werden wir dann stattdessen lieber hier hingehen, weil hier kommen wir auch direkt zum Turm. Und dafür müssen wir erst mit diesem Soldaten hier sprechen, scheinbar, der den Weg blockiert. Haltet ein! Was führt euch hierher? Woundy. Wer seid ihr? Ich bin Woundy, Stadtwache der königlichen Armee von Glory. Trete zur Seite, wir wollen zum Hochsicherheitskerker marschieren. Oh, mein Schädel! Der Hochsicherheitskerker, das ist keine gute Idee. Die Insel wurde von wilden Tieren und Monstern heimgesucht. Ich gehöre zu den letzten Überlebenden dieses grausamen. Da wäre mal ein Flächenzauber interessant. Was für Monster? Weibliche Choco-Chicks haben sich hier eingenistet. Wirklich gefährliche Biester. Sie haben die ganze Zeit auf meinen Schädel eingetreten. Außerdem allerlei Moskitos. Ich hasse Moskitos. Und diese Dinger sind auch noch besonders groß. Warum können die Viecher nicht einfach so groß sein wie gewöhnliche Fliegen? Verfluchte Hexerei! Ist im Turm noch jemand am Leben? Die Wärter wohl nicht mehr, aber vielleicht noch einige Gefangene. Ihr wollt diese Gefangenen aber sicher nicht kennenlernen. Sie sind die grausamsten in ganz Grotesk. Massenmörder, Psychopathen, Vergewaltiger und sogar Politiker. Wir müssen aber hier durch. Na gut, ich werde euch durchlassen. Ist ja euer Ding. Aber bitte, mein Kopf. Ich brauche dringend einen Trank gegen Kopfschmerzen. Reicht denn nicht ein Heiltrank? Oh nein. Heiltränke sind ja gut und schön. Klar, man fühlt sich wieder ganz toll und schwupp ist auch mal der Arm nachgewachsen. Aber mal ehrlich, Kopfschmerzen hat man danach immer noch. Ach, so ein billiges Zeug. Also gut, wo können wir so einen Trank finden? Ich weiß, dass einer unserer Wärter einst eine Truhe mit einem hochprozentigen Kopfschmerztrank versteckt hat. Er hatte mir sogar im Sterben verraten, wo sich dieser Trank befindet. Seine letzten Worte waren: Geht nach Westen! Zum Heilmonument! Ja gut, dann müssen wir doch dahin zurück. Das Dumme daran ist nur, dass sich dort Goblins eingenistet haben. Die haben wohl gewusst, dass sich da was holen lässt. Der Red Hands Clan besteht aus jeder Menge. Und der Synchronsprecher hat gewechselt. Ihr Boss Eldon ist ein starker Goblin-Schamane. Aber auch die anderen Red Hands sind erfahrene mit Z-Hands. Wir werden uns die Stelle beim westlichen Heilmonument mal genauer ansehen. Ja gut, und ich würde sagen, da ich die jetzt schon im letzten Video ausgeschaltet hatte, kann man eigentlich noch weiter nach da gehen? Ja. Scheinbar schon, aber ich denke, ich werde dann erstmal jetzt die Red Hands nochmal ausschalten und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, und schon sind wir wieder da. Zwischenzeitlich haben wir bei dem Kampf einen Dolch gewonnen für Wuke. Phönixdolch. Und er macht damit... Macht er jetzt mehr Schaden? Phönixdolch. Ach, sie macht was auf Gesundheit. Ja gut, wir nehmen jetzt einfach mal den Phönixdolch für Google. Bin jetzt zu faul, die einzelnen Werte genau zu überprüfen. Stattdessen sammeln wir dann noch Jimmys Habseligkeit mit an. Okay, nur ein Heiltrank. Ja, wir sollen jetzt hier den Kopfschmerztrank für den Wächter finden. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Dann machen wir schnell ein Quicksave. Und zwar wirklich schnell. Und erhöhen deswegen auch mal die Geschwindigkeit ein bisschen und sammeln den Kopfschmerztrank ein. Spinnenschwert, okay. Und irgendwas für gegen Erblindung. Dumm nur, dass wir nun den ganzen Weg zurücklatschen müssen. Verdammt! Seine halbgöttliche Wenigkeit schwitzt ganz schön in dieser mächtigen Rüstung. Holy. Wir können euch gerne die Rüstung ausziehen. Ruhe! Leider gibt es noch andere schlechte Nachrichten. Seht, dort am Waldrand. Schon okay. Wieder dieser Assassin. Sie haben uns erneut eine Falle gestellt. Ah, ruhig Blut, West. Die Sekte hat auch ein paar Jünger mitgebracht. Wenn wir schon zum Fluss zurück müssen, können wir der Dark Church auch noch einmal in ihren Sekten hintern treten. Mal wieder. So, und dann werden wir mal, bevor wir anfangen zu kämpfen, erstmal dieses Spinnenschwert ausrüsten zur Holy. Da. Mal sehen. 5 bis 9, bis jetzt haben wir 3 bis 6, okay.
Ja, das Ding haut schon mehr rein. Kann man jetzt auch das, den Unterschied sehen? Ja, das sieht doch besser aus, das Schwert. So, dann werden wir mal in Richtung Sektentypen aufbrechen. Okay. So, dann werden wir gleich mal mit Drake... Oh, es sind einige Ninjas. Drake, den Riesentöter anwenden. Wobei, das war vielleicht doch nicht ganz so schlau. Und da wir ja erst kürzlich gespeichert haben, werden wir auch nochmal laden, denn... Wir können was anderes, einen anderen Anfangszug machen, wenn wir Holy da in die Mitte stellen. Nämlich dieses wunderbare Furchtbringer-Ding. Haben wir jetzt eigentlich eine verdammt nicht Riesentöter eingesandt, aber... Nochmal werde ich jetzt nicht neu anfangen. So, und sie kann dann gleich... Es schmiert schon wieder ab. Wunderbares Spiel. So, und schon geht's weiter. Und diesmal stürzt das Spiel hoffentlich nicht dabei ab, wenn wir mal Schaden verursachen. Ja, irgendwie schmieren bei mir Spiele immer genau dann ab, wenn ich irgendeinen Gegner richtig mies verwunde, beziehungsweise besiege. So, und dann setzen wir jetzt mal Riesentöter auf den Jünger ein. So, Sandy kann dann mal hier drauf. So, und wenn wir zu Brandfall, kann sie das irgendwie sinnvoll? Nee. Nee, dann nicht. Dann wird sie stattdessen lieber Zielschuss auf diese Assassine hier anwenden. So, und Holy setzt das um, was ich schon die ganze Zeit machen wollte, nämlich hier einen Furchtbringer. Oh, habe ich euch eigentlich schon von meiner... Und er erzählt was Spannendes. Und so ziemlich alle schlafen. Okay, Candy, aber... Das Problem ist, dass die da hinten noch nicht schlafen. Na, dann wird Candy mal den Jüngern da in der Mitte erstmal angreifen, dass wir den erstmal ausschalten. Holy ist zum Glück nicht bei seiner Geschichte eingeschlafen. Das wäre auch ein bisschen komisch. Und dann stellen wir Ruke mal da hin. Der Jünger hat einfach mal einen pinken Pfeil im Kopf. Dadurch, dass er ja mit dem Liebesbogen von Candy scheinbar angeschossen wurde. Ja, ich habe vergessen, wer den Liebesbogen hatte. Aber es war dann wohl scheinbar Candy. So, und wir setzen mal wieder Riesentöter ein. Ah, schade. Hat nicht, leider nicht ganz gereicht. So, und dann... Ja, denke ich, setzen wir nochmal Furchtbringer doch auf die ein. So, und schalten noch einen der Jünger aus. So, Candy. Ja gut, Candy... Wird dann mal diesen Jünger, denke ich, ausschalten. Ja. Und die Assassine da oben hat ja auch noch kaum noch Lebenden. Oh, wir haben schon alle Jünger ausgeschaltet, cool. Bevor die überhaupt irgendwas machen konnten, wird Wuke mal, ja doch, die Assassine hier von dem Wagen runterholen, beziehungsweise verwunden. So, kann sie sich überhaupt bewegen? Nein, irgendwie ist da... Irgendwie backt sie gerade fest. Das ist ziemlich doof. Kannst du dich bewegen oder so? Nee, dann... Kann sie gerade gar nichts. Genial! Hey, das ist unglaublich. Ja, und schon geht's weiter. Und ich denke, jetzt haben wir so ziemlich dieselbe Situation wieder. Und dann werden wir gleich mal Wuke losschicken, um die letzten Assassinen da auch noch auszulöschen. So. Ja, ist irgendeiner. Ich glaube, Drake war ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, wobei das ist auch nicht viel. Ja, er wurde dann von einem Ausraster, wie man hier sieht, von West getroffen. So, okay, die Assassinen sind wieder dran. Wobei auch nur eine scheinbar. Okay, sie kann ja mal hier hinlaufen und... Oh! Wenn man so in der Konstellation steht, dann trifft man drei Viecher. Ja, genau. Und... Gut, es rastet nicht noch einer aus. Es ist manchmal ganz lustig, was für Kettenreaktionen dann entstehen, wenn die... sich dann alle so gegenseitig schlagen und dann drüber ausrasten. Oder deswegen ausrasten. So viel Leben hat die noch? Okay, voll, dann... Verschwenden wir ein bisschen Mana für Drake. Doch nicht, verdammt. Falsche Maustaste. Trotzdem wird Sandy den dann ausschalten. Ja, wir haben hier ein Heilmonument, also Mana mangelt uns nicht.
So, und die können sich jetzt um die Reste kümmern im Prinzip. Sonderlich viel Leben sollten die beiden da hinten jetzt auch nicht mehr haben, deswegen. Ja, genau, noch 6, also. Ah, und Hukles lernt sich auf Stufe 8 und kann jetzt narkotisieren. So, was ist denn eigentlich ihr? Egal. Wird sie auch hoffentlich bald erreicht haben, die nächste Stufe. So, wer lebt denn noch? Eine. Ja gut, dann kann Mandy da mal der Assassinen den Rest geben. Ich glaube, nun lassen uns die Assassinen endlich in Ruhe. Wir lassen uns viel zu leicht in Hinterhalte locken. Das nächste Mal seid ein bisschen wachsamer und fallt nicht gleich in Kriegstraumas zurück. Kriegstraumas? Oh, bitte jetzt nicht dieses Thema anschneiden. Lass uns weiterziehen. Wir haben eine Quest zu erfüllen. Genau, und deswegen werden wir nochmal kurz zum Hallmonument zurückkehren. Genau. So, ja, West ist immer noch in seinem Kriegstrauma, Blutrausch, was auch immer. Und mich würde mal interessieren, wie weit man in die Richtung da, okay, nicht weit, gehen kann. Ja, das stört mich ein bisschen, dass da überall so unsichtbare Grenzen sind, was die Felder angeht. Oh, hier ist noch eine Kiste. Die wollen wir nicht übersehen. Goldbeutel und Goldschatulle, okay. Und wir geben dann mal Woundy, hieß und? Er, glaube ich, habt seinen Trank. Trank. Mein Kopf dröhnt wie nach einem Konzert der Barden am königlichen Hofe von Glory. War nicht ganz einfach. Die Goblins waren ganz schön hartnäckig. Aber hier ist er. Danke, Soldat. Ihr seid wahre Helden. Hier, ich gebe euch dafür auch ein paar Goldstücke. Ich bin dann mal weg und genieße den Trank. Seid vorsichtig, denkt an die Monster und so. Was? Wo sind meine Arme? Oh verdammt, ich bin unsichtbar. Was habt ihr mit mir gemacht? Oh. Vielleicht solltet ihr auf den Beipackzettel des Kopfschmerztranks gucken. Nebenwirkungen können Übelkeit, Durchfall und Unsichtbarkeit sein. Heutzutage taugt das Zeug einfach nichts mehr. Ich gehe dann mal zur Heilerin von Station Wish. Gute Idee. Bestellt Cynthia einen schönen Gruß von mir und lasst euch nicht das ganze Gold wegnehmen. So, können wir jetzt an dir... Ja, wir können jetzt an dir vorbei und da fängt schon der nächste Kampf an. Oh, ist das romantisch. Jetzt habe ich was weggeklickt. Tja, ich kann da einfach rüberfliegen. Versucht zusammen zu bleiben. Auf der Insel könnte es gefährlich werden. Den armen Schweinen werden wir nicht mehr helfen können. Hoffen wir, dass wenigstens Solitär noch lebt. Wir sollten die Prinzessin der Choco-Chicks beseitigen, um uns in Ruhe den Turm anzusehen. Mit Prinzessinnen kennt sich seine halbgöttliche Wenigkeit aus. Diese Prinzessin werden wir jedoch aber nicht... Aber in dem Schwert... Schwarzschwert würde sich schlecht spiegeln können. Das ist mehr dunkles Metall. Okay, Drake. Ja, schaltet einfach den ersten Moskito aus und Holy den zweiten. Okay, und der Rest marschiert dann einfach mal weiter nach vorne. Ist ja auch mal interessant, ob man im Wasser was anzünden kann. So, Candy geht dann einfach mal nach hier und schießt den nächsten Moskito mit ab. Sie kann ja mal irgendwie hier bleiben. Brauchen wir jetzt nicht direkt, ist noch keiner massiv geschwächt. So, Wukel. Gut, Wukel könnte natürlich angreifen, aber ich möchte nicht, dass der zu viel Schaden kriegt. Der frisst zu wenig. Also, theoretisch frisst er zu wenig Schaden. Bevor er stirbt. Ja, und die Wächter werden von den Choco-Chicks niedergemacht. Die sich dann irgendwie doch mit den Moskitos und so verstehen. Und die Riesenmoskitos greifen an. Zusammen mit ihren Giftschleuderern. So, und Drake wird dann gleich mal Riesentöter auf den großen Moskito hier anwenden. Was er natürlich nicht überlebt, der Moskito. So kann man hier was in Brand setzen. Was in, nee, da müssen wir ja selber noch hin. Also wird sie lieber mal auf den Moskito oder den Giftmoskito schießen und ihn, ja gut, auch abschießen und beseitigen. So, Holy, ja. Holy setzt einfach mal Kleinhauer ein. 1021 Schaden. So, Candy, ja, gut. Beseitigt den nächsten Moskito. Ja, sind zwar viele, aber dafür schwache Viecher. Ja, und sie geht einfach erstmal dahin. Naja, Luke kann im Prinzip auch mal dahin gehen, aber ich frage mich gerade, welche Gegner wir jetzt bitte haben. Ja, wow, sie postieren sich einfach nur.
Na gut, da kommen welche. Ein paar Moskitos. Ja gut, das wird hier ein lustiges Moskito-Geschlachte. Ah, wobei Drake müsste dringend geheilt werden. Na ja, wobei, so dringt dann doch wieder nicht. Na gut. Aber ich würde sagen, mit der Welle der Euphorie geht es dann erst in der nächsten Folge weiter. Also bis dahin, Leute. Ciao.